Boris, er hat noch nichts gesagt, nur falls es nicht aufgefallen ist, ne? Ihr wisst, Benji Rose spielt nachher Deichkind. Falls wir bringen das jetzt schon mal unauffällig unter. Falls der eine oder andere gesagt hat, ach, ich komme erst morgen wieder. Nee, geht noch weiter hier. Meine Damen und Herren, ich bin Kim Weber, ich komme aus dem Institut für Quantenoptik und dem Institut für Didaktik der Mathematik und Physik. Ich habe im letzteren Institut meine Masterarbeit geschrieben über das Thema Zufallszahlen und dieses Thema hat mich zu dem Vortrag inspiriert. Das ist der Folgevortrag eines vorhergegangenen Vortrags Zufall Schwein gehabt. Willkommen zu Zufall noch mehr Schwein gehabt. Dankeschön. Was bisher geschah? Ich habe mir überlegt, diese ganze Würfelei im Glücksspiel, mein Gott, das kann man auch effektiver gestalten. Wir tauschen den Würfel gegen einen Föhn aus. Dieser Föhn generiert in diesem Fall den Zufall über sein akustisches Rauschen. Wir sehen das hier unten. Ja, aufgetragen ist die Amplitude dieses Signals gegen die Zeit. Und wir sehen, das ist ein Gezappel, ein Auf und Ab. Dieses Gezappel habe ich als zufällig mit dem Schwein gekennzeichnet. Und ich habe es Ihnen heute Abend mitgebracht. Das ist Wursti. Hallo! Oh, eine E-Mail. Sogar mit Anhang. Die öffnen wir jetzt mal. Hey! Lese ich deine E-Mails? Ich hoffe nicht, aber okay, okay. Alles gut. Wie kann ich es denn wieder gut machen? Ich habe vor 3 Tagen einen Stick verschluckt. Wo du sowieso schon deine Hand in meinem Hintern hast, könntest du den vielleicht suchen. Okay. Tiefer. Glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Rechts. Oh, da ist was. Ah! Könntest du das Skript auf dem Stick ausführen, bitte? Ja, natürlich. Ich setze dich hier hin, dann kannst du das oben weiter verfolgen. Und ich führe für dich dieses Skript aus. Einen Moment. Dafür war eben dieses technische Hin und Her. Wir sehen hier einmal, was ich hier gerade noch mal so rüberhole. Das ist die Nachricht, die Wurst, die eben gerade bekommen hat. Ich spiele die mal ab. Sie erkennen es wieder. Was ist noch auf diesem Stick? Also diese Nachricht war jetzt nicht auf dem Stick. Das ist leider ein kleines Missverständnis gewesen. So, jetzt kommt, was auf dem Stick ist. Da ist nämlich das Geräusch eines Föhns drauf. Das hören wir uns jetzt an. Klingt genau wie dieser Föhn. Liegt daran, dass es der Föhn auch ist, den ich da aufgenommen habe. Ich habe hier neben jetzt ein Scriptfenster, ein Terminalfenster, Entschuldigung. Ich kopiere die Nachricht rüber auf dieses Fenster und nun lasse ich dieses Skript arbeiten. Was wir erwarten, ist eine weitere Datei, die dazukommt. Einen Moment, ich führe es aus. Und da ist die Datei. Wunderbar. Ich spiele jetzt die Klartext-Nachricht ab, die hier generiert wurde. Einen Moment. Am Montag wird geschlachtet. Oh, Wursti, keine guten Aussichten. Montag wird geschlachtet. Doch, eigentlich schon. Die Nachricht, die ist von meiner Freundin. Die ist Schlachterin. Oh. Die ist Schlachterin. Und naja, es ist so. Sie weiß erst am Freitag, wann sie in der nächsten Woche arbeitet. Das möchte sie mir gerne mitteilen.
weil dann stelle ich mich nämlich ganz vorne in die Schlange und werde abgeholt zum Schlachter. Es geht zum Schlachter. Ich sitze bei meiner Freundin und die sagt dann, Wursti ist zu dünn, aber wenigstens konnten wir ein paar nette Stunden verbringen. Okay, das verstehe ich, aber was soll dieses ganze Kram mit der Verschlüsselei? Naja, die Ex-Freundin von meiner Schlachterin, also der Ex-Freund von meiner Freundin, huch, kompliziert, der ist Adler und der überwacht den Mailverkehr. Naja, und wenn der mitliest, dann könnte es passieren, dass er die Nachricht ändert und auf einmal gehe ich zum falschen Tag zum Schlachter und dann gibt Schnitzel. Okay, ich leg dich hier mal hin, du hast frei, am Montag ja noch was Schönes vor, wie wir eben gerade gehört haben. Meine Damen und Herren, heute Abend soll es um Verschlüsselung gehen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit einem Föhn eine Nachricht verschlüsseln können. Und Verschlüsselung ist im Grunde genommen in der One-Time-Pad-Form etwas ziemlich Eingängiges, was Sie recht schnell verstehen können. Das beruht nämlich auf einem Grundprinzip. Wenn Sie eine Grundgröße haben und dazu eine weitere Größe dazu addieren und diese Größe wieder abziehen, kriegen Sie wieder die Grundgröße. Soweit keine schwere Mathematik. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das in Nachrichten aussieht. Und zwar haben wir hier die Klartextnachricht links. Am Montag wird geschlachtet. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, was macht Wursti und die Schlachterin, wenn die sich da treffen. Naja, die nehmen den Föhn auf. Und zwar braucht jeder den sogenannten Schlüssel. Diesen Schlüssel generieren die da zusammen. Die nehmen das Föhngeräusch auf und jeder kriegt eine Kopie dieser Datei. Das Föhngeräusch hören wir uns nochmal an. Haben wir hier. Das wird jetzt addiert zu der Nachricht, die wir eben schon gehört haben. Und es kommt die verschlüsselte Nachricht, das Chiffrat raus. Wir hören es hier. Wunderbar. Was machen wir jetzt, um das Ganze rückgängig zu machen? Habe ich eben gerade schon gesagt. Wir müssen nur genau den gleichen Schlüssel wieder abziehen. Also zur Erinnerung, wir haben hier nochmal das Chiffrat. Damit können wir nichts anfangen. Wir haben hier unseren Schlüssel. Den haben Wursti und die Schlachterin. Und das Ganze wird davon abgezogen. Dann kriegen wir wieder die normale Nachricht. Am Montag wird geschlachtet. Am Montag wird geschlachtet. Fragen wir uns, was macht so eine gute Verschlüsselung aus? Warum wollen wir überhaupt verschlüsseln? Naja, im Grunde genommen wollen wir Informationen, wie es vorhin auch schon gesagt wurde, Informationen gegen eine Gruppe von Leuten abschirmen. Wir wollen also sagen, du darfst diese Nachricht lesen und du nicht. Das stellt uns die Frage, was muss an den Schlüssel gefordert werden? Der Schlüssel soll natürlich am besten nur in das Schloss passen, womit wir verschließen. Und damit das gewährleistet ist, dürfen wir diesen Schlüssel nur einmal verwenden. Sehen Sie hier? Dann muss der Schlüssel genauso lang sein wie die Nachricht. Er kann auch länger sein, also mindestens genauso lang wie die Nachricht. Das ist diesmal auch der Fall. Das heißt, wenn Sie eine Rede von 45 Minuten verschlüsseln wollen, brauchen Sie mit meiner Methode 45 Minuten Föhngeräusch. Das nächste ist, der Schlüssel muss absolut zufällig sein. Das macht der Föhn. Das habe ich letztes Mal gezeigt in meinem Vortrag. Und warum muss der zufällig sein? Das möchte ich Ihnen ganz gerne illustrieren. Ich habe wieder die Klartextnachricht. Am Montag wird geschlacht. Da möchte ich diesmal zur Verschlüsselung etwas Langweiliges aus der Tonwelt nehmen, nämlich einen Sinus, einen einzelnen Ton. Hören wir hier. Wenn wir das jetzt zur Verschlüsselung benutzen, denn, Achtung, es wird gleich etwas lauter, dann hört sich das wie folgt an. Sie sehen, die Informationen sind verborgen. Das heißt, eigentlich
ist das, was wir erreichen wollten, erreicht. Jetzt kommt's aber, wir wollen das versuchen zu entschlüsseln. Und wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, dass der Ex-Freund der Schlachterin auch so einen Schlüssel dabei hat. Und sie sehen die Ähnlichkeit. Dieser Schlüssel unterscheidet sich von dem anderen Schlüssel nur am Bart. Und um jetzt mal zu verdeutlichen, was passiert, wenn wir versuchen, mit dem unteren Schlüssel aufzuschließen, habe ich Ihnen das einfach mal durchrechnen lassen. Das hört sich so an. Am Montag wird geschlachtet. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Es ist, man hört diesen Ton natürlich und man kann aber ganz klar auch, danke, vielen Dank. Man kann ganz klar aber auch den Klartext raushören. Also man kann die Nachricht erfahren, wo es die wüsste, wann er zum Schlachter muss, damit er seine Liebste sieht. Und ich möchte das Ganze auch nochmal auf politischer Ebene durchleuchten. Ich habe Ihnen gezeigt, dass es möglich ist, mit einem Föhn Verschlüsselung zu betreiben. Und nun möchte ich ganz gerne einmal das Oberhaupt des der Vereinigten Staaten zeigen. Das hier ist der Kopf von Barack Obama. Wenn Sie die Frisur betrachten, sehen Sie, dieser Mann hat mit Sicherheit nicht sehr viel Föhnerfahrung. Dem haben wir momentan folgende Frisur zu entgegnen. Und die Dame hat mit Sicherheit einen Föhn zu Hause. Also insgesamt zusammengefasst, ich habe Ihnen heute Abend gezeigt, wie man mit einem Föhn verschlüsseln kann. Man kann somit also dieser ganzen Datenschutzdebatte ein bisschen entgegenwirken. Und insgesamt hoffe ich, dass ich aus einer interessanten Fragestellung heraus den Saal etwas beleuchtet habe. Dankeschön. Kim Weber aus Hannover, dankeschön. Okay. Wow, mit dem Föhn, hättest du das gedacht, dass du da so, ich hab vorne da so zugehört, da dachte ich, da brauchen wir ein bisschen mehr, aber zum Föhn? Spannend, also klar, man braucht ein paar Vorkenntnisse, aber wir haben ja beide den letzten Vortrag gehört, da habe ich mir sofort einen neuen Föhn gekauft. Jetzt muss ich schon wieder einen neuen kaufen, glaube ich, um alle meine E-Mails zu verschlüsseln. Hey, wie viel Föhn habe ich denn irgendwann zu Hause? Vielleicht geht es ja auch mit anderen Rasierapparaten oder so, dann kann man da mal eine Abwechslung reinbringen. Noch sicherer. So, wir kommen zur letzten Abstimmung. Gebt wirklich nochmal alles. Es ist die letzte Abstimmung 2013 in dieser Saison. Deswegen 10, 9, 10 und euren Applaus jetzt nach oben für Kim. Wir fangen an mit einer 6 plus 6 macht 12, plus 7 macht 6 plus 6 macht 12, plus 5 macht 17. 17 plus 9 macht 26, 26 plus 6 macht 32, 32 plus 6 macht 38, 38 plus 6 macht 44, 44 plus 7 macht 51 Punkte und euren Applaus für Kim. Oha. Stell dich da vor, Andreas, das darf noch keiner sehen. Ja. Liebe Jury, ihr seid entlassen. Ihr habt das toll gemacht, wirklich. Ich habe gesehen, mit wie viel Kraft ihr diese Karten nach oben gehoben habt. Macht mal einen großen Applaus für die Jury. Vielen Dank. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich muss einmal sagen, großes Respekt. Gut, lieber Schlagwerker, Boris, so schön, ehrlich, es ist das Finale hier und du machst sowas, wow. Und er hatte heute wirklich einen harten Job. Ich erinnere mich an Science Slams, da haben wir ihn nicht einmal gebraucht, weil alle Slammer unter 10 Minuten geblieben sind. Heute musste er 6-mal draufkloppen. Vielen Dank an unseren großartigen Zeitnehmer und zukünftigen Percussion.